Ich freue mich, dass wir heute den dritten Teil unserer Vortragsreihe Die charismatische Bewegung im Licht der biblischen Prophetie zusammen erleben können. Heute ist das Thema Nummer 3, Emerging Church. Was ist die Emerging Church? Um was geht es hier? Wir haben ja in den letzten Vorträgen angeschaut, dass es mehrere Wellen des Heiligen Geistes gab. Und diese Wellen kamen hintereinander. Es sind diese 6 Wellen, die Pfingstgemeinde, die charismatische Bewegung, Power Evangelism, Toronto-Segen, Willow Creek, das war im letzten Vortrag. Und heute schauen wir uns die 6. Welle, das Thema Emerging Church, an. Und wieso ist das Jahr 2005 aufgeschrieben worden? Denn Emerging Church ist ja in den Ende der 90er Jahre sozusagen entstanden und ist ja am Anfang des 21. Jahrhunderts, dass man sagen kann, es ist jetzt etabliert worden. Und so haben wir gedacht, naja, 2005 lief es dann auch in Amerika im Fernsehen, eine Dokumentation ist gelaufen, wo auch das thematisiert worden ist, dass es jetzt etabliert ist unter der Christenheit. Und so haben wir uns entschlossen, dann dieses Datum zu nehmen. Aber es ist nichts Punktuelles, es ist eher was Fließendes. Und um uns darauf einzustellen, für was Emerging Church steht, möchte ich mit euch ein bekanntes Gleichnis anschauen, ein modernes Gleichnis, das vielleicht dem einen oder dem anderen bekannt sein wird. Es ist das Gleichnis von den Blinden und dem Elefanten. Diese Blinden, sie sehen natürlich nichts, sollen sagen, was der Elefant darstellt. Und da sie ihn nicht sehen können, müssen sie ihn betasten. Und aufgrund ihrer Erfahrung, was sie erlebt haben, ziehen sie dann Schlussfolgerungen, was dieser Elefant nun ist. Und so sagt der eine, ja, das ist ein Speer, indem er die Hörner, die Stoßzähne des Elefanten betastet. Der eine sagt, nein, das ist ein Fächer, als er die Ohren anfasst. Die Frau hier fasst die Füße, die Beine an und sagt, das muss ein Baum sein. Und so bringt jeder Beschreibungen über den Elefanten. Bis schließlich einer kommt und sagt, wisst ihr was? Ihr habt alle recht. Es geht einfach darum zu zeigen, dass wir den Elefanten, der für die Wahrheit steht, nicht erkennen können. Wir können die Wahrheit nicht erkennen. Und jeder beurteilt aufgrund seiner Erfahrung das und versucht die Wahrheit sozusagen nur ein Stück weit zu erkennen, weil er ja blind ist. Er kann es nicht völlig sehen, die Wahrheit. Und so hilft ihm der Tastsinn, die Sinneseindrücke und das, was er an Erfahrung erlebt hat, um die Wahrheit zu beschreiben. Es ist ein pluralistisches und postmodernes Gleichnis, das aufzeigen soll, Wahrheit ist relativ und wir brauchen den Dialog, um Wahrheit zu erkennen. So viel vielleicht erstmal zu diesem Gleichnis. Wir werden am Ende dieses Gleichnis nochmal anschauen. Kommen wir aber zur Emerging Church. Was ist die Emerging Church? Was ist die Geschichte hinter dieser Bewegung? Die Emerging Church ist ein englischer Begriff und sagt so viel wie, dass es eine sich entwickelnde Kirche ist, eine hervorkommende Kirche. Sie ist, und das ist wichtig, das sollten wir uns gut merken, wir werden nämlich später darüber nochmal sprechen, sie ist innerhalb des evangelikalen Protestantismus in den Vereinigten Staaten entstanden. Und sagt von sich selber, also die Leiter sagen von sich selber, dass es eigentlich keine neue Kirche ist, auch keine neue Denomination, sondern dass es eher so eine Bewegung ist. Deshalb haben sie auch kein eigenständiges Glaubensgebäude, für was sie stehen. Dass man sagen kann, naja, das ist das, was sie glauben, ihre Glaubensüberzeugungen. Sie sagen eher, wir verstehen uns als einen Dialog, als eine Konversation untereinander, wie man das Christentum in unserer Zeit am besten ausleben kann, um die Menschen zu erreichen. Es ist eine fließende Bewegung, die sich immer wieder verändert. Das Interessante ist, dass in dieser
in dieser Bewegung man nicht sagen kann, oder die Philosophie dahinter ist, dass es nicht ein Entweder oder, also im Gottesdienst, Gestaltung oder in der Theologie ist, sondern ein sowohl als auch. Das ist wertvoll und das ist auch wertvoll, auch wenn sich das manchmal widerspricht. Die Postmoderne oder diese Emerging Church Bewegung, die ja eine Kirche, eine postmoderne Kirche ist, ist deshalb entstanden, weil die Menschen mit dem Modernismus, mit der Moderne unzufrieden waren. Was ist die Moderne? Naja, in der Moderne war der Ansatz, wir können eine bessere Welt durch die Wissenschaft und die Vernunft schaffen. Was in den letzten Jahren dabei herausgekommen ist, wissen wir ja nur zu gut. Durch die Weltkriege ist den Menschen bewusst geworden, der Verstand hat nicht dazu beigetragen, dass es mehr Frieden auf der Erde gab. Und die Wissenschaft, naja, was hat sie gebracht? Waffen, Umweltzerstörung, wohin führt das? Hat die eine bessere Welt geschaffen? So wird die Moderne abgelehnt und auch die Denkweise der Moderne. Und somit ist ein postmodernes Denken entstanden. Nicht das Rationale, sondern das Irrationale ist gut. Deshalb ist man in der Postmoderne auch offen für Übernatürliches. Vielleicht erklärt das auch, wieso Esoterik und Okkultismus in unserer Zeit wieder boomt. Wieso das wieder wertvoll wird für die Menschen. Was aber wichtig ist, ist, dass die Menschen wieder spirituell geworden sind. Sie sind auf der Suche nach Spiritualität, nach der Verbindung zu Gott. Wie können wir wieder Gemeinschaft, wie können wir Gott wieder erleben? Das ist diese Suche nach der Spiritualität. Und was zählt, was wirklich wichtig ist, sind Erfahrungen und Gefühle. Das, was ich erlebt habe. Ich muss aus dem Gottesdienst gehen und das muss mich umgehauen haben. Ich muss etwas erfahren haben. Meine Gefühle müssen angesprochen werden. Man könnte sagen, dass die Emerging Church eigentlich eine Patchwork-Religion ist. Man sucht sich wie in einem Einkaufshaus hier was aus und da was aus. Und so bastelt man sich eine eigenständige Religion. Und der andere Emerging Church-Besucher hat nicht mal die gleiche Religion wie ich, obwohl er die gleiche Gemeinde besucht, weil er kann seine Religion ja anders ausleben als ich. Eben nach dem Sinne der Emerging Church-Bewegung. Wer sind die Leiter, die Vordenker der Emerging Church? Und hier nenne ich nur einige, zum Beispiel Brian McLaren oder hier Dan Kimball. Es gibt noch viele, viele mehr, zum Beispiel Doug Padgett oder Rob Bell. Ich habe jetzt nur einige genannt, es gibt natürlich viel mehr. Wir sollten nur hier einfach mal den Eindruck bekommen, wer sind diese Leiter, die diese Bücher veröffentlichen, die von vielen, vielen Pastoren, Predigern gelesen werden und dann auch in der Gemeinde die Denkweise, die Gottesdienstgestaltung und die Theologie dann auch umgesetzt werden. So viel zur Einleitung. Kommen wir jetzt mal zur Substanz. Denn stellt euch vor, ich würde jemanden bitten, mir was zu trinken zu bringen. Danke für das Wasser hier. Aber stellt euch vor, ich würde jemanden besuchen und sagen, ich hätte gerne etwas zu trinken. Orangensaft wäre mir recht. Und dann bringt mir jemand Orangensaft. Und ich erwarte natürlich, dass man mir den Orangensaft in einem Glas bringt. Und plötzlich sehe ich, dass derjenige, den ich besuche, mir den Orangensaft in einem Eimer bringt. Weil er mir dann sagt, weißt du, wichtig ist nur der Inhalt. Die Form zählt doch nicht. Und vielleicht wird jemand anders mir den Orangensaft vielleicht in meine Hände schütteln und sagen, du hast doch den Orangensaft, ist doch egal, wie du das zu dir nimmst. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Ist nur der Inhalt wichtig? Nur die Theologie? Oder ist auch die Form, die Gottesdienstgestaltung wichtig, dass es nach den Kriterien der Bibel ausgerichtet ist? Was würdet ihr sagen?
Ist nur der Inhalt wichtig, die Theologie, oder auch die Form, die Gottesdienstgestaltung? Ich glaube beides. Und das zeigt uns die Bibel ja selbst. Wenn wir das Abendmahl feiern, gibt es eine Beschreibung für die Form, wie das gestaltet werden soll und auch für den Inhalt. Der Traubensaft repräsentiert das Blut Christi, das Brot steht für den Leib Jesu. Stellt euch vor, ich würde so als moderner Prediger kommen und sagen, ihr habt ja die Theologie, den Inhalt verstanden, richtig? Wichtig ist, dass ihr verstanden habt, dass es hier ein Gedächtnismahl ist. Wir gedenken an den Tod, an das Blut und an den Kreuzestod Jesu. Aber wir können genauso gut Cola und Schokokekse nehmen. Das ist ja egal, was wir zu uns nehmen. Wichtig ist, dass wir daran denken. Würdet ihr da mitmachen? Ich weiß nicht, ob ich lange hierbleiben würde, wenn ich so eine Auffassung von der Form, von der Gottesdienstgestaltung hätte. Weil ihr plötzlich merkt, Jesus hat aber gesagt, dass wir Traubensaft und Brot verwenden sollen. Oder stellt euch vor, mein Kollege, der Pastor Olaf Schröer, führt mal wieder eine Taufe durch, wie hier auf dem Youth Mission Kongress. Und die Bibel sagt ja, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, in Epheser 4, Vers 5. Eine Taufe. So. Und jetzt sagt er, naja, ihr habt ja verstanden, um was es geht. Ja, dass ein Tod, dass die Taufe ein Symbol für den Tod und die Auferstehung ist, für eine Wiedergeburt, dass es ein öffentlicher Bund mit Jesus ist, das habt ihr ja verstanden. Den Inhalt habt ihr ja verstanden. Deshalb holt er einen Eimer Wasser und kippt es einfach so über den Taufkandidaten. Ist ja egal, wie man das, die Taufe durchführt, oder? Wichtig ist doch nur der Inhalt. Ich glaube nicht. Die Bibel ist ganz klar und zeigt uns auf, dass die Taufe durch Untertauchen vollzogen werden soll. Deshalb ist die Form und der Inhalt beides in der Bibel wichtig, wie der Gottesdienst gestaltet wird und was die Gemeinde glaubt. Gott ist beides sehr wichtig. Wie sieht nun also der Gottesdienst für postmoderne Menschen aus? Wie wird er denn gestaltet? Wer hat ihn schon erlebt? Und wenn wir uns das jetzt anschauen, wollen wir uns einige Fragen zur Form erstmal stellen. Die Fragen sind, wie wird der Gottesdienst von den Anhängern der Emerging Church gestaltet? Das ist eine wichtige Frage. Wir wollen aber auch schauen, nach welchen Kriterien gehen Sie vor. Was sind die Kriterien für die Gottesdienstgestaltung und sind alle Gottesdienstformen akzeptabel? Wenn ja, dann ist gut, wenn nein, dann müssen wir aufhorchen. Und eine sehr persönliche Frage, was ist dein Maßstab für die Gottesdienstgestaltung? Nach welchen Kriterien suchst du und gestaltest du den Gottesdienst? Besuchen wir also zusammen jetzt visuell einen Gottesdienst der Emerging Church. Ich möchte aber dazu sagen, dass die Elemente, die ich jetzt aufzähle, nicht alle in einer Bewegung oder in einer Gemeinde, die nach dem Emerging Church Konzept arbeitet, auch alle so dargestellt und ausgelebt werden. Die einen machen vielleicht mehr von dem, die anderen machen mehr von dem, manche machen alles. Das ist sehr fließend. Man sucht sich einfach aus, was gerade angesagt ist. Wenn wir also so einen Gottesdienst besuchen, werden wir feststellen, dass er sehr, sehr pluralistisch gestaltet ist. Das heißt, es gibt keinen chronologischen Ablauf in dem Sinne, sondern jeder kann sich dort einbringen, wo er gerade das Bedürfnis hat, seine Spiritualität auszuleben. Das heißt, du hast jetzt zum Beispiel das Bedürfnis, Kerzen anzuzünden und während du in diesem dunklen Raum die Kerzen anzündest, sprichst du Gebet oder meditierst ein bisschen. Vielleicht hast du den Wunsch, Gebetsanliegen an das Kreuz zu nageln oder vielleicht da etwas reinzuschreiben. Und dann siehst du, da ist jemand anders, der macht gerade was anderes. Der
geht zu den Ikonen, zu den Bildern, vielleicht küsst er sie, vielleicht betet er vor ihnen, zündet für sie eine Kerze an. Und wem das nicht zusagt, es gibt auch andere Möglichkeiten, wie das kontemplative Gebet, wo man vielleicht einfach so Stationen hat, man fängt irgendwo an, schaut einen Gegenstand an, denkt darüber nach, meditiert. Und während dem kontemplativen Gebet geht es darum, nicht so viel zu sagen, sondern inne zu werden, sich frei zu machen, sich zu entleeren, wie bei einer klassischen Meditationsübung, wo man versucht, leer zu werden, frei zu werden von allen Gedanken und um so auf die Stimme Gottes zu hören. Vielleicht sagst du, naja, das sagt mir auch nicht zu, ich mache lieber bei einem Gebetslabyrinth mit. Ich laufe die vielen Stationen, wie es zum Beispiel auch in der katholischen Kirche das gibt, wo der Kreuzes- oder der Leidensweg Jesu in den Stationen so abgebildet ist. Das ist auch so eine mögliche Form. Man geht die vielen Stationen durch und spricht hier ein Gebet, dann geht man hier und sagt ein Gebet auf, vielleicht das Ave Maria oder das Vater Unser, vielleicht auch ein eigenes, vielleicht sagt man auch gar nichts. Man sucht sich das ebenso aus. Und wer sagt, ich möchte Gott mit dem spirituellen Malen begegnen, der malt halt etwas. Biblische Begriffe, religiöse Begriffe und stellt sich etwas dabei vor und so findet für ihn die Gottesbegegnung statt. Vielleicht sagt der eine, naja, mir sagt aber eher der Bluescreen zu. Ich setze mich vor einen Bildschirm, wo verschiedene Farben gezeigt werden und durch diese verschiedenen Farben werde ich angeregt und werde spiritueller. Ich komme in Kontakt mit Gott dadurch, dass ich darüber nachdenke, wie Gott ist. Und diese Farben, meine Sinneseindrücke, tun mich in diesen Zustand versetzen. Natürlich gibt es auch Möglichkeiten, sich zu bewegen. Durch Musik und Tanzen, durch Singen. Und jeder kann sich so ausdrücken in dieser Musik, wie er gerade so das Gefühl dafür hat. Denn hier wird moderne Popularmusik verwendet, als auch Orgelgesang. Orgelmusik. Das heißt, beides widerspricht sich nicht, es ist ein sowohl als auch. Denn wichtig ist, dass angepasst an den Menschen er in diesen Zustand der Spiritualität versetzt wird. Und wenn du sagst, wie hier in dieser Emerging Church Gemeinde gerade, das christliche Yoga sagt mir zu, dann machst du das eben. Weil das ist das, was dich näher zu Gott bringt. Was können wir jetzt also sagen? Haben die Menschen Sehnsucht nach Gott? Wollen sie ihn erleben? Ich glaube schon. Ich glaube, dass die Zeit durch die Postmoderne den Menschen dahin bringt, dass er die Sehnsucht immer mehr nach Gott hat. Und das sagen auch die Leiter der Emerging Church Bewegung, wie Dan Kimball hier zum Beispiel in seinem Buch. Es heißt dort, die Emerging Generationen sind hungrig danach, Gott im Gottesdienst zu erleben. Das ist ja nichts Schlechtes. Wir sollen ja Gott erleben. Dafür kommen wir in die Gemeinde. Wir wollen ja Gott erleben. Aber die Frage ist, wie wollen sie Gott erleben? Das beantworten sie selber. Wie in diesem Buch Soul Tsunami schreibt der Autor, die Postmodernen wollen einen Gott, den sie fühlen, schmecken, berühren, hören und riechen können. Einen Gott, den sie mit ihren Sinnen erleben können. Deshalb wundert es nicht, dass bestimmte Gottesdienstformen nun mal dann in werden. Wie in diesem Artikel im The Lutheran, da heißt es, Postmoderne bevorzugen es, Christus durch ihre Sinne zu begegnen. Das ist ein Bestandteil der Anziehungskraft der klassischen Liturgie oder
der kontemplativen Anbetungsform. Der Weihrauch und die Kerzen, das sich Bekreuzigen, der Geschmack und Geruch von Brot und Wein, das Berühren von Ikonen und das Gesalbtwerden mit Öl. Ihr seht also, wohin es hinausgeht. Es ist also wieder in alte, mystische Gottesdienstformen zu aktualisieren, wieder zu beleben und für den modernen Menschen anzupassen. Somit kann man sagen, dass die Form, also die Gottesdienstgestaltung der Emerging Church, ein Sammelbecken verschiedener Traditionen ist. Zum Beispiel des Katholizismus, der Orthodoxie, also der orthodoxen Kirche, oder des Judentums, des Mönchtums, des Mystizismus, der östlichen Religionen und auch natürlich der Popkultur, der Popularkultur unserer Zeit. Und alles wird in ein Sammelbecken gemacht und du suchst dir was aus, wozu du gerade Lust hast. Jetzt wird sich einer mal dir wahrscheinlich die Frage stellen, ja halt mal, du hast noch nichts von der Bibel erzählt. Was ist jetzt mit der Bibel? Wo kommt die Bibel denn vor? Das ist eine gute Frage. Hier sehen wir zum Beispiel die Möglichkeit, wie die Emerging Church den Gottesdienst gestaltet, in dem Teil, wo man auch über das Wort Gottes redet. Es ist natürlich sehr interaktiv gestaltet, was sicherlich auch seinen Vorteil hat. Wir machen das ja auch bei Jugendstunden so, dass wir in einer Runde sitzen, um uns besser zu sehen. Dagegen ist ja nichts zu sagen. Ich glaube, es geht um was anderes. Denn in diesem Teil, wo eigentlich das Wort Gottes in den Vordergrund gerückt werden sollte, werden, und ich sage bewusst nur, Erfahrungen erzählt und Geschichten. Gleichnisse, moderne Gleichnisse oder Geschichten. Denn man sagt, man soll keine dogmatischen Predigten halten. Was sind dogmatische Predigten? Wie ist der Stellenwert der Predigt? Sind Dogmen schlecht? In Apostelgeschichte 16 wird etwas Interessantes erzählt. Da heißt es im Vers 4, dass nach der Apostelversammlung die Brüder sozusagen dann hingezogen sind, in Vers 4, als sie aber durch die Städte zogen, übergaben sie ihnen, also den anderen, die Beschlüsse, die von den Aposteln und Ältesten in Jerusalem gefasst worden waren, damit sie sich daran hielten. Und jetzt dieses Wort hier, die Beschlüsse, ist das griechische Wort Dogma. Sind Dogmen schlecht? Soll man Dogmen aus der Gemeinde rauslassen? Naja, Dogmen sind Glaubensüberzeugungen. Das, was Jesus uns gelehrt hat. Das, was die Apostel die Gemeinde gelehrt haben. Hier wird aber gesagt, keine Dogmen. Lieber moderne Gleichnisse und Geschichten ersetzen. Diese klassische Predigt. Das Wort Gottes steht nicht mehr im Mittelpunkt. Man spricht sogar, dass Predigten optional sind. Das heißt, wenn wir jetzt eine Predigt wollen, dann hören wir es, aber wenn nicht, dann ist es nur ein Bestandteil vom Kerzen anzünden, Weihrauch riechen, Musik hören. Es ist auf einer Ebene. Ist das eine gute Entwicklung? Dass das Wort Gottes sozusagen jetzt nur optional wird? Wohin führt das? Ich möchte hier, und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Weg, aufzeigen, wie die Emerging Church Spiritualität oder Gottesbegegnung versteht. Und das ist jetzt entscheidend. Weil wenn ich weiß, wo ich starte und den Weg kenne, weiß ich auch, wo ich ankomme. Hier wird gesagt, naja, der Mensch hat Sehnsucht nach Gott. Und deshalb sucht der Mensch selber einen Weg von vielen, wie er Gott begegnen möchte. Das ist eine wichtige Frage. Können wir das machen? Können wir einen Weg von vielen aussuchen,
wie wir Gott begegnen wollen. Und dann findet eine Begegnung durch seine eigenen Werke und die Sinneswahrnehmungen statt. Das heißt, durch das Malen, durch das Anzünden von Kerzen, durch das Beten zu den Bildern, durch meine Werke findet jetzt eine Spiritualität, eine Gottesbegegnung statt. Und am Ende beurteile ich durch meine Gefühle, ob eine Gottesbegegnung jetzt stattgefunden hat oder nicht. Diesen Ansatz möchte ich biblisch hinterfragen. Ist das der Weg zu Gottes Begegnung? Ist das der Weg, wie die Bibel uns Spiritualität vorschreibt oder zeigt, wie wir Gott erleben können? Denn in Römer 12, Vers 1 bis 2 stehen wichtige Worte, wenn wir Gott begegnen wollen. Dort heißt es: Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und jetzt? Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Auf was zielt dieser Bibelvers ab? Hier heißt es, ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Und hier sind jetzt nicht diese Sinne gemeint, sondern der Sinn, der Verstand. Das ist das auch, was im Urtext steht. Der Verstand soll sich ändern. Damit wir was tun können? Prüfen. Was muss geprüft werden? Naja, alles, was um uns herum ist. Und wie prüfe ich das? Es gibt nur einen Maßstab. Und das ist das Wort Gottes. Und deshalb sagt Paulus in Römer 10, Vers 16 bis 17 das auch ganz deutlich. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam. Denn Jesaja spricht: Herr, wer glaubt unserem Predigen? So kommt der Glaube aus den Kerzen anzünden, dem Malen. Und ich möchte das nicht schlecht machen. Überhaupt nicht. Aber es ist wichtig zu verstehen, dass Spiritualität nicht durch meine Werke hergestellt werden kann. Dass ich etwas tue, bestimmte Ikonen anbete oder bestimmte Musik höre. Sondern die Bibel sagt klar und deutlich, dass der Glaube aus der Predigt kommt. Und das Predigen aber durch das Wort Gottes. Und deshalb kann das Wort Gottes niemals optional sein. So nach dem Motto, na, heute habe ich Lust drauf, morgen nicht. Das Wort Gottes ist immer wichtig und sollte immer der Mittelpunkt des Gottesdienstes sein. Schauen wir uns das mal an. Wie ist der Weg der Gottesbegegnung in der Bibel? Wie wird die Spiritualität in der Bibel beschrieben? Und erinnert euch, dieses Bild stammt aus der Reformation. Martin Luther hat durch die Reformation, Gott hat es durch diesen Mann geschafft, dass wir wieder was hören können? Das Wort Gottes in unserer Sprache. Denn vorher wurden die Messen gelesen auf Latein. Kein Mensch konnte das verstehen. Was hier also wieder stattfindet, ist eigentlich eine Umkehrung der Reformation. Anstatt zu sagen, die Reformation bringt uns näher zur Bibel, bringt die Emerging Church uns wieder weiter weg zu dem, wie der Glaube im Mittelalter ausgelebt worden war. Nur jetzt in einer modernen Form. Wie findet also die Gottesbegegnung statt? Der Mensch hat Sehnsucht nach Gott. Und das ist schön. Wir alle haben Sehnsucht nach Gott. Aber entscheide ich oder Gott über den Weg der Begegnung? Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott einen Weg vorbereitet hat, wie wir ihm begegnen können. Gott entscheidet über den Weg der Begegnung. Und die Begegnung geschieht durch das Wort Gottes.
Deshalb hat er uns das Wort Gottes gegeben, damit wir ihn erkennen, ihm begegnen können, wie er wirklich ist. Und aufgrund der Begegnung mit dem Wort Gottes entsteht der Glaube, das, was die Bibel gesagt hat. Und weil ich glaube, tue ich was? Gute Werke. Ich tue nicht Werke, um Gott zu begegnen, sondern die guten Werke sind eine Folge vom Glauben. Und dann beurteile ich nicht durch meine Sinne, durch mein Gefühl, ob jetzt eine Gottesbegegnung stattfand, ob ich erlöst bin, sondern durch meinen Verstand weiß ich, dass das Wort Gottes zuverlässig ist. Ich kann dem Wort Gottes vertrauen. Und dann beurteile ich durch meinen Verstand, ja, Gott liebt mich, ich kann ihm vertrauen. Er wird wiederkommen, er wird eine neue Erde schaffen. Das ist der kognitive Prozess, der hier stattfindet. Heißt es jetzt, dass Gefühle schlecht sind? Überhaupt nicht. Gott hat uns ja die Gefühle gegeben. Aber die Gefühle sind nicht der Maßstab, die entscheiden, ob jetzt eine Gottesbegegnung stattfand oder nicht. Weil Gefühle trügen. Das Wort Gottes ist aber zuverlässig. Oder schauen wir uns die Gottesbegegnung in Jesaja 6, Vers 1 bis 9 an, wo Jesaja Gott erfährt. Aber wie macht er das? Zuerst heißt es, hört er das Wort Gottes, das von den Engeln gesagt wird, wie Gott ist. Und dann, wie reagiert Jesaja? Er schreit, o wehe, ich vergehe, denn ich bin ein Sünder. Ihm tut es leid über seinen Zustand. Er tut Buße. Und weil er Buße tut, erhält er von Gott die Vergebung. Und weil er Vergebung erhalten hat, dann entsteht der Dank. Und bei ihm ist es, dass er durch diese Vergebung Gott dienen möchte, in die Mission geht. Aber durch die Vergebung gehen wir nicht nur in die Mission, sondern wir loben Gott durch Musik, durch meine Gaben oder durch Erfahrungen, die man dann erlebt, wenn man von Gott erzählt. Das ist der Prozess der Gottesbegegnung, wie es in der Bibel beschrieben wird. Ist es jetzt also egal, wie ich morgen meinen Orangensaft trinken werde, wenn ich vielleicht jemanden von euch besuchen werde? Werdet ihr es mir in einem Glas bringen oder in den Eimern? Wenn also die Form Gott wichtig ist, wie wir Gottesdienst gestalten, ist dann auch nicht der Inhalt wichtig? Denn die Bibel sagt ja selber in 1. Thessalonicher 5, Vers 21, prüft aber alles und was? Das Gute behaltet. Und das wollen wir auch tun. Deshalb schauen wir uns die Theologie an, der Emerging Church Bewegung, und prüfen es. Die Theologie sieht so aus, ich habe einige markante Punkte, die immer wieder betont werden, herausgearbeitet. Es geht um das Reich Gottes. Das Reich Gottes soll verbreitet werden auf dieser Welt. Um den Menschen von dem Reich Gottes zu erzählen, vom Evangelium, muss man es verschiedenen Kulturen und Traditionen anpassen. Auf jeden Fall. Wir bringen ja das Evangelium und nicht die Kultur. Aber wer entscheidet jetzt, wie ich das Evangelium bringe? Ich selbst oder das Wort Gottes? Hier findet also eine Wechselwirkung zwischen Evangelium, Tradition und Kultur statt. Und ich möchte das bildlich darstellen. Die Anhänger der Emerging Church Bewegung sagen, um das Reich Gottes auf dieser Erde zu etablieren, ist es wichtig, die Bibel, die Tradition und die Kultur zu verwenden, damit man möglichst viele Menschen erreicht. Und somit werden Bibel, Tradition und Kultur gleichwertig gesehen. Sie sind gute Quellen und sind gleichwertig, wo man sich bedienen kann, um Menschen zu erreichen. Hier stelle ich eine Frage. Ist das wirklich so? Werden so Menschen gewonnen im biblischen Sinne? Oder sagt die Bibel etwas anderes, wie wir das in Römer 12, Vers 2 gelesen haben, wo es heißt, und stellt euch nicht dieser Welt gleich. Die Welt mit ihrer Tradition, auch mit ihrer kirchlichen Tradition, die Welt
mit ihrer Kultur. Nicht alles in der Tradition ist schlecht. Nicht alles in der Kultur ist schlecht. Aber mit was prüfe ich es? Mit dem Wort Gottes, damit ich weiß, was Gottes Wille ist. Und somit ist nur das brauchbar, was die Bibel einschließt. Das heißt, ein Teil von der Tradition kann ich übernehmen und ein Teil von der Kultur. Weil wenn die Tradition der Bibel widerspricht, kann ich es nicht verwenden. Wenn die Kultur der Bibel widerspricht, kann ich es nicht verwenden. Und das ist wichtig. Das hilft mir auch persönlich zu sehen, wartet mal, wie gestalte ich denn mein Glaubensleben? Bin ich von der Tradition und der Kultur so beeinflusst, dass ich hier nicht mehr unterscheide? Die Bibel sagt in Jesaja 40, Vers 8, das Gras verdorrt, die Blume verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Die Menschen, die meinen, man muss sich immer der Tradition und der Kultur anpassen, werden feststellen, dass dieser Bibelvers auf sie zutrifft. Denn man kann das genauso ersetzen mit der Tradition und der Kultur. Jetzt verwelkt nicht die Blume und das Gras, sondern die Tradition verdorrt. Die Kultur verwelkt, aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Es gibt auf jeden Fall gute Aspekte in jeder Kultur und wir leben das auch so. Aber das zum Maßstab zu machen, wer das sich zum Maßstab macht, wird feststellen, dass er sich ständig ändern muss. Was wir brauchen, ist eine biblische Kultur, dass wir uns nach dem Wort Gottes auch hier ausrichten. Wie geht es also weiter hier mit dem Reich Gottes? Es wird gesagt, dass das Reich Gottes auf dieser Erde gebaut werden soll. Schon hier sollen wir damit beginnen. Und deshalb sagen viele Anhänger oder lehnen den Gedanken ab, dass es ein Reich geben wird nach den 1000 Jahren, dass die Erde erst nach den 1000 Jahren neu geschaffen wird. Wir sollen das schon vorher machen. Und wie wird das gemacht? Durch politisches Engagement, durch soziale Gerechtigkeit und durch Umweltschutz. Jetzt möchte ich aber nicht falsch verstanden werden, dass ich etwas gegen politisches Engagement habe, gegen soziale Gerechtigkeit oder gegen Umweltschutz. Wir waren ja erst vor kurzem mit den Pfadfindern im Wald und haben dort den Müll aufgesammelt. Ich bin sehr wohl dafür, dass man das unterstützen soll. Aber es ist nicht unsere Kernaufgabe. Denn das wird, so wichtig das auch ist, die Menschen ja nicht retten. Die Kernaufgabe der Siebenten-Tags-Adventisten, der Kernauftrag, ist nirgendwo besser formuliert sozusagen und auf den Punkt gebracht, wie in diesem Buch die Vollendung unserer Aufgabe, Seite 31. Es ist die Wiedergabe von dem, was in Offenbarung 14 steht. Da heißt es, die Siebenten-Tags-Adventisten sind der Welt in einem besonderen Sinn als Wächter und Lichtträger gesetzt worden. Ihnen ist die letzte Warnung für eine untergehende Welt aufgetragen. Herrliches Licht scheint Ihnen aus dem Wort Gottes. Ihnen ist eine sehr wichtige Aufgabe zuteil geworden, nämlich die Verkündigung der ersten, zweiten und dritten Engelsbotschaft. Es gibt keine Aufgabe von gleicher Bedeutung. Deshalb sollten Sie auch nicht zulassen, dass etwas anderes Ihre Aufmerksamkeit gefangen nimmt. Das ist unsere Kernaufgabe. Und alles andere sollte dieser Kernaufgabe, diesem Missionsauftrag untergeordnet werden. So hat Gott den Wunsch, dass wir die Welt mit dieser wertvollen Botschaft erreichen. Und wir tun gut daran, wenn wir dieser Botschaft folgen und Gott auch in diesem Punkt treu sind. Aber schauen wir uns nochmal die anderen zwei Punkte an. Die Theologie, die so markant ist. Die Wahrheit. Hier wird gesagt, dass Wahrheit durch das postmoderne Denken nicht mehr greifbar ist. Es gibt keine absolute Wahrheit,
Und jeder konstruiert sich seine eigene Wahrheit aufgrund den Erfahrungen, aufgrund der Tradition, der Kultur. Und deshalb kann ich nicht sagen, dass er keine Wahrheit hat, oder ich darf auch nicht die Bibel so in dem zitieren und ihm das absprechen. Ich denke, keiner möchte dem anderen irgendwas absprechen. Was wir einfach wollen, ist der Bibel treu zu bleiben. Und deshalb müssen wir schauen, wie die Bibel Wahrheit definiert, nicht wie der Mensch Wahrheit definiert. Die Bibel definiert Wahrheit in drei markanten Punkten. In Johannes 14, Vers 6 sagt Jesus, dass ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus Christus ist die Wahrheit. In Psalm 119, Vers 86 sagt die Bibel, all deine Gebote sind Wahrheit. Die zweite Definition. Und in Johannes 17, Vers 17 heißt es, dein Wort ist die Wahrheit. Ich kann nicht einfach sagen, ich entscheide, was Wahrheit ist, sondern ich muss schauen, wie definiert Gott die Wahrheit und es dann so ausleben. Der letzte Punkt in dieser Theologie ist es, dass diese Emerging Church Bewegung ein ökumenisches Denken hat. Das ökumenische Denken ist aus der biblischen Sicht sehr gefährlich. Nicht, weil wir etwas gegen Menschen haben, überhaupt nicht. Die Bibel sagt, wir sollen alle Menschen lieben. Und Gott hat in allen Kirchen Menschen, die ihm treu sind, ihm wahrhaftig nach ihrer Erkenntnis nachfolgen. Aber gleichzeitig warnt die Bibel, in der letzten Zeit wird es eine Bewegung, eine Vereinigung geben auf Kosten der Wahrheit, auf dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Und diese Bewegung sieht so aus, in Offenbarung 16, Vers 13. Da heißt es, und ich sah aus dem Rachen des Drachen und aus dem Rachen des Tieres und aus dem Munde des falschen Propheten drei unreine Geister kommen gleich Fröschen. Diese letzte, ultimative Verführung wird kommen und ist dabei jetzt zu entstehen. Und das Ziel ist, da wird das weiter beschrieben, die Welt so zu verführen, damit die Welt bereit ist, gegen den wiederkommenden Christus zu kämpfen. Ich möchte nicht dabei sein, wenn Jesus wiederkommt und ich in dieser Bewegung bin, die gegen Christus kämpft. Ich möchte lieber dabei sein und mich freuen, dass Jesus kommt. Wir haben nicht die Möglichkeit, jetzt ganz genau zu identifizieren, wer diese drei Feinde Gottes sozusagen oder diese Institutionen darstellen, die gegen Gott kämpfen werden. Dazu möchte ich euch ermutigen, die Vorträge in unserer Mediathek anzuschauen. In dieser Mediathek, wo es darum geht, dass die Vorträge von Prophetie neu entdecken, Kapitel für Kapitel die Offenbarung auslegen. Aber was wir sagen können, ist, dass der Drache den Spiritismus, den Teufel darstellt, das Tier aus dem Meer, den Katholizismus, und dass der falsche Prophet oder das Tier aus der Erde den Protestantismus, den abgefallenen Protestantismus, und durch die charismatische Bewegung werden sie vereint. Aber wieso behandeln wir dann Emerging Church? Und das ist jetzt sehr wichtig, wenn wir verstehen wollen, in welcher Zeit wir leben. Der Protestantismus ist nicht einheitlich. Es gibt mehrere Stufen vom Protestantismus, zum Beispiel die Lutheraner, die Reformierte, die Anglikaner und auch die Täuferbewegung. Das sind alles Gruppen, die aus der Reformation hervorgegangen sind. Leider ist es nun so, dass die Lutheraner, die Reformierten und die Anglikaner der ökumenischen Bewegung sehr offen sind. Sehr offen. Was aber noch fehlt, ist die Täuferbewegung. Das sind die Evangelikalen, oder wir nennen sie auch die Freikirchen, die sehr bibeltreu sind, die sagen, naja, wir müssen auf das Wort Gottes schauen. Wo ist die Emerging Church Bewegung entstanden? Unter diesen hier. Unter der Täuferbewegung, die sagt, man soll eine persönliche Entscheidung für Christus treffen, eine Wiedergeburt erleben. Das sind die, die noch Widerstand leisten.
Und genau hier entsteht diese Bewegung, die Emerging Church. Und wenn das auch vereingenommen ist, was bleibt dann übrig? Somit ist Babylon dann vollständig. Der Protestantismus, der Katholizismus und der Spiritismus ist von den ökumenischen Gedanken gut so durchlaufen, dass diese Einheit gebildet werden kann. Denn die letzte Bastion ist gefallen. Und ich hoffe nicht, dass unsere Gemeinde sich hier befindet. Wenn das passieren wird, wird sich das hier erfüllen, was Ellen White in dem Buch Zeugnisse Band 2 auf Seite 132 geschrieben hat. Wenn einmal der Protestantismus seine Hand über die Kluft streckt und die Hand der römischen Macht zu ergreifen, wenn er über den Abgrund hinweg die Hände des Spiritismus umfasst, wenn unter dem Einfluss dieser dreifachen Vereinigung die USA jeden Grundsatz ihrer Verfassung als einer protestantischen und republikanischen Regierung verwerfen und Vorkehrungen zur Verkündigung päpstlicher Unwahrheiten und Irrtümer treffen, dann können wir wissen, dass die Zeit für das außergewöhnliche Wirken Satans gekommen ist und das Ende nahe ist. Dann können wir wissen. Ich glaube, dass wir kurz vor der Erfüllung dieser Prophezeiung stehen. Denn es gibt nur noch die Täuferbewegung, die Evangelikalen, die noch etwas Widerstand leisten. Und wenn das passiert ist, müssen die Menschen, die Gott diese wertvolle Botschaft der drei Engel anvertraut hat, umso ernster das rufen, was in Offenbarung 18, Vers 1 bis 5 beschrieben ist, wo es heißt, dass der Engel die ganze Welt erleuchtet. Aber er erleuchtet diese nicht nur, sondern er sagt auch etwas anderes, dass Babylon gefallen ist und dass diese Kirchen von den unreinen Geistern so durchdrungen sind, dass wenig Wahrheit in dieser Kirche zu finden ist. Und deshalb ruft dann Gott auf, Babylon zu verlassen, damit die gläubigen Menschen in diesen Kirchen nicht von den Plagen empfangen, die kommen werden über dieser Erde. Und deshalb heißt das hier, und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nicht empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Jetzt stellt sich nur noch eine letzte Frage. Wenn gläubige Christen aus Babylon herausgehen sollen, auch die Emerging Church Bewegung verlassen sollen, ja, wohin sollen sie denn gehen? Wohin geht's dann? Ich bin froh, dass die Bibel uns Antwort gibt. In Offenbarung 14, Vers 12 wird eine andere Bewegung beschrieben. Da heißt es, hier ist das Ausharren der Heiligen, welche die Gebote Gottes und den Glauben Jesu bewahren. Gott möchte, dass wir Babylon verlassen und uns der Gemeinde anschließen, die das glaubt, was in der Bibel steht, die den Glauben Jesu hat. Und nicht 8, nicht 9, sondern alle 10 Gebote hält. Einschließlich des 7. Tags Sabbats. Das ist das, was Gott möchte. Und deshalb habe ich für mich persönlich entschieden, ein Glied der Adventgemeinde zu werden. Ein Glied der Freikirche der 7. Tags Adventisten. Weil ich glaube, dass diese Beschreibung auf diese Gemeinde zutrifft. Und deshalb möchte ich dem Auftrag treu bleiben und diese wichtige Botschaft in dieser Zeit, auch wenn sie nicht populär ist, möchte ich verkündigen. Was ist mit dir? Möchtest du das auch? Ich glaube, dass Gott uns hilft, das Gleichnis, was wir am Anfang gesehen haben, anders zu verstehen. Ja, wir sind alle blind und wir können die Wahrheit nicht erkennen. Deshalb braucht es jemanden, der uns diese Blindheit wegnimmt. Und ich glaube, dass das das Wort Gottes ist. Und dann werden wir nicht mehr sagen, das ist ein Speer, das ist ein Fächer, das ist ein Baum, sondern wir werden dann sagen,
das ist ein Elefant und ich kann ihn sehen. Gott sei Dank dafür. Gott hat uns sehr lieb. Deshalb lässt er uns nicht im Unklaren. Jesus wird wiederkommen, weil er uns liebt. Und Jesus möchte uns vor dem Abfall, den die Bibel klar beschreibt, der vor der Wiederkunft stattfinden wird, davor möchte er uns bewahren. Deshalb die Einladung Gottes jeden Tag, vertraue ihm, er wird uns sicher führen. Das ist das, was ich auch weitergeben möchte. Egal welche Bewegung, was kommen wird, wir können Gott vertrauen. Er hat alles getan, dass wir sicher bis ans Ziel ankommen. Gott segne uns dabei. Amen. Lieber Vater im Himmel, danke dir, dass wir diese Führung von dir erhalten haben durch dein Wort. Danke, dass wir in dieser letzten Zeit, kurz vor deiner Wiederkunft, nicht im Dunkeln tappen müssen und unwissend sind, was kommen wird, sondern ganz genau deinen Willen kennen, weil du es durch dein Wort uns offenbart hast. Du möchtest, dass es uns gut geht. Du möchtest, dass wir deinen Weg gehen und nicht die vielen verschiedenen Wege, die uns angeboten werden, durch diese charismatische Bewegung her. Danke, dass du durch dein Wort uns auch klar davor gewarnt hast. Hilf uns, dir treu zu sein und zu denen zu gehören, die deinen Glauben bewahren und deine Gebote halten. Aus Liebe, Herr. So segne uns noch in deinem Namen. Amen.